Heute besprechen wir die sinnvollste Ernährung in der Klausurenphase. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ganz wichtige Erinnerung ans Abiturathleten Bootcamp. Wenn du bisher noch nicht dabei bist, mach es unbedingt. Ich schwör's dir, du wirst die Videos sehen, du wirst die Stories auf Instagram sehen und du wirst es bereuen. Deswegen melde dich unbedingt über den ersten Link in der Beschreibung zu einem einfach kostenlosen Besprechung mit mir an, wo wir einfach miteinander quatschen können. Ihr könnt auch einfach so mal mit mir quatschen. Das ist sicherlich für viele auch sehr cool von euch. Und dann werden wir sehen, ob das Ganze für euch passt. Aber denkt wirklich dran, ihr kriegt die besten Abiturienten von 2018. Ihr kriegt meine individuellen Strategien, ihr kriegt One-on-One-Coachings, was man sonst bisher nur im Mentorship-Programm bekommt, was in 2018 ja nicht mal mehr verfügbar ist. Deswegen seid unbedingt dabei. Ich freue mich extrem stark auf euch. Und jetzt nichts weiteres als direkt rein in die Tipps. Erstens, keep it simple. Gerade diese besten Abiturienten von 2018, die eben auch beim Abiturathleten Bootcamp dabei sein werden, ich kann euch nur eine Sache sagen, auch die haben das Ganze geschafft, egal ob 1,0 Abi, sogar 0,7 Abis, wo wir zwei Leute dabei haben, die euch eben beim Abiturathleten Bootcamp auch unterstützen werden, egal wer, die haben das alle ohne eine ganz bestimmte, besondere, optimierte Ernährung geschafft, ja. Du brauchst das nicht. Du musst nicht Supplements nehmen oder sonst irgendwas, um perfekt in der Oberstufe zu performen. Natürlich kannst du immer noch ein bisschen pushen, aber das ist für die meisten gar nicht relevant und auch gar nicht umsetzbar und macht doch überhaupt keinen Sinn. Sondern was wichtig ist, dass du es simple keeps. Also, dass du wirklich dir eine Ernährung aussuchst, die du langfristig einfach auch durchziehen kannst. Bei dir, bei deiner Familie daheim, ohne große Umschwünge. Das heißt, geh wirklich mit dem Mindset auch jetzt ins ganze weitere Videos und die ganzen weiteren Informationen, die ich dir auch geben werde, dass es nicht darum geht, jetzt das Maximum Optimale zu finden, sondern mehr so 80-20. Übrigens, wer noch nicht mein Video gesehen hat, wie du das 80-20-Prinzip auf die Oberstufe konkret, also nicht nur theoretisch, sondern wirklich konkret beziehen kannst, hier rechts oben verlinkt. Mega, mega geil. Und ja, deswegen ab in die weiteren Tipps. Zweitens, auf Intuition vertrauen. Wie gesagt, lass uns keine Raketenwissenschaft aus der ganzen Thematik machen. Eigentlich weißt du schon, was gesund für dich ist. Du weißt ganz genau, dass Wasser besser ist als Cola. Du weißt ganz genau, dass das auch besser ist als Apfelsaft. Du weißt ganz genau, dass es sinnvoll ist, jeden Tag Obst und Gemüse zu essen. Du weißt ganz genau, dass es besser ist, Kartoffeln oder Reis zu essen, anstatt irgendwelche Chips und so weiter und so fort. Das heißt, du weißt eigentlich schon, worauf es ankommt. Was viel wichtiger ist, dass du dich darauf konzentrierst, das Ganze auch umzusetzen, dass du dir wirklich überlegst, okay, wie kann ich das denn wirklich machen, ja, weil du weißt es schon, lass uns keine Wissenschaft draus machen, du weißt, worauf es ankommt, das Wichtige ist, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, wie du es auch schaffst, wirklich dauerhaft, also nicht nur einmal und eine Woche, und yeah, jetzt ziehe ich aber wirklich durch und nehme mich gesund und schreibe dadurch bessere Noten, sondern wirklich konsequent ein System erschaffst, das garantiert, dass du dich konsequent gesund ernährst. Der wichtigste Schritt dazu, drittens, Familiennormen ändern. Was meine ich damit? Du bist einfach extrem stark abhängig davon, welche Normen im Bezug auf Essen jetzt gerade bei diesem Thema in deiner Familie vorherrschen. Weil ihr esst gemeinsam, wahrscheinlich gemeinsam Frühstück vielleicht, bei manchen nicht, bei manchen schon, sehr wahrscheinlich gemeinsam Mittag, Abendessen, glaube ich, die wenigsten, aber auch einige. Sprich, ich würde sagen, in mindestens der Hälfte der Fälle isst du das, was deine Familie auch isst. Und wenn dann beim Mittagstisch es nur ungesunde Sachen gibt, dann ist es natürlich super schwierig, dass du was anderes isst. Weil deine Mom hat sicherlich keinen Bock, noch irgendwas anderes nur für dich zu kochen. Vielleicht auch schon, dann schau da an diese Mom. Meine Mom war auch so eine, deswegen, was wären wir nicht ohne sie, ne? Aber es macht natürlich auch für sie sehr viel anstrengender. Und genauso, selbst wenn du sehr viele Mahlzeiten hast, die du nicht mit deiner Familie teilst, die Dinge, die einfach in deinem Haushalt rumliegen, das sind einfach Versuchungen. Ja, wenn überall Süßigkeiten rumliegen, ist natürlich mega kacke. Und mich hat es auch immer übel abgefuckt. Ich habe gesagt, Mom, können wir einfach mal diese Schokoriegel da wegpacken und so weiter. Und genau das Gleiche solltest du auch machen. Dass du wirklich mit deinen Familienmitgliedern besprichst, hey, wollen wir nicht gemeinsam, also nicht du gegen sie, sondern alle gemeinsam die Ernährung umstellen und einfach schauen, dass wir uns da ein bisschen optimieren. Das heißt, auch da wieder keine Wissenschaft draus machen. Einfach, dass man sagt, okay, hey, wir kaufen keine oder weniger Süßigkeiten ein oder wir packen zumindest die Süßigkeiten nur in den Schrank, wo man sie im ersten Moment nicht sieht. Wir ernähren uns einfach gesünder, wir wollen in Bio-Sachen investieren. All diese Dinge, dass du da gemeinsam einfach auch so eine Challenge mit deinen ganzen Familienmitgliedern draus machst, die wirklich dann auch dafür sorgen wird, dass ihr einfach euch neu ernährt und dann fällt es dir natürlich auch viel, vielleicht das Ganze beizubehalten. Viertens, vor einer Learning-Session nichts essen. Das ist so wichtig, weil immer die Verdauung, wenn wir verdauen, dann beeinflusst es einfach unsere Konzentration. Das ist so. Sprich, wenn du
du kennst ja selbst, mit vollgefressenem Magen ist einfach nicht so das Idealste zu lernen. Auch wenn es dir nicht so sehr bewusst ist, beeinflusst es dich trotzdem unterbewusst, weil dein Körper einfach sich gar nicht konzentriert auf diese Sache fokussieren kann, sondern es auch mit ganz vielen anderen Dingen noch in dir beschäftigt. Und wenn du da die Verdauung rausnehmen kannst, natürlich super wertvoll. Deswegen ess dich einmal sinnvoll satt, ja, und dann, dass du ja wirklich vor deinem Lernen nicht so viel gegessen hast und dann wirklich auch einfach mal konsequent durchziehen kannst und gleichzeitig aber eben auch nicht hungrig in das Lernen reinzugehen, um dann die ganze Zeit wegen zwischendrin irgendwelche Snacks zu essen. Fünftens, maximal 3 Mahlzeiten pro Tag. Warum? Ganz einfach, du solltest unbedingt vermeiden, dass du immer zwischendrin irgendwelche Snacks isst. Das ist super dumm, das ist super dumm, weil es lenkt dich die ganze Zeit ab. Du hast die Verdauung wieder drin und du denkst die ganze Zeit beim Lernen, oh shit, ich könnte eigentlich was essen. Ich zum Beispiel esse maximal 2 Mal pro Tag, einfach auch aus Zeiteffizienzgründen. Und wenn du die Dinge machst, super, super wertvoll, weniger zu essen, also weniger oft am Tag, ist auch erwiesenermaßen gesünder. Deswegen versuch das auch unbedingt zu implementieren. Wird nochmal richtig krass viel für dich bringen. Mein Akku geht jetzt aus, deswegen muss ich mich verabschieden. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Dein Leo und meldet euch zum Abitur den Bootcamp an. Die Plätze werden immer knapper. Ciao, ciao. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.